gut. Und wir wollen einfach mal schauen. Deathstream gestern war ja auch mega, mega krass. Der war wirklich zu krank. Und er kommt hier schon an. Er kommt hier schon an. Ich hab nicht mal gesehen. Ich war nicht mal im Game drin. Ich muss hier erstmal wieder alles richtig hinrichten und so. Das ist. LOL, 2, 3, 4 XD ist am Start, schön, dass du da bist. Und ich muss auch jetzt ehrlich sagen, wir haben jetzt schon, also was heißt schon, in Anführungsstrichen, wir haben ja irgendwie 20 Follower oder so. Und es sind halt auch manchmal im Stream so 10 Leute oder so. Also es geht auf jeden Fall bergauf. Ich weiß auch in den ersten Streams gar keine Leute, also wirklich gar keine Leute. Ich weiß nicht, ich denke mal. Einige von euch werden sich auf jeden Fall an den Stream von gestern erinnern, der war mega legendär. So viel rumgeschrien und so. Ich habe leider vergessen, die Aufnahme zu starten. Es war wirklich. Der Stream war wirklich schon legendär. Der hat legendären Status verdient. Ja, schade, dass es jetzt nicht so viele gesehen haben. Mit. Also den Stream. Schade, dass so wenig Leute nur den Stream gesehen haben, aber. Spielt jetzt ja auch eigentlich keine große Rolle. Ja, ich habe hier in der Rotation richtig, richtig viel Scheiße, weil wir spielen gegen Lockbait mit Inferno Tower. Das heißt, es zählt nachher, wer mehr Damage gedealt hat, beziehungsweise wer die Rocket auf dem größeren Level hat. Und ich denke mal, ja, da kommt auch schon der Hawk. Ich denke mal, er wird gleich auch selber die Rocket von sich aus spielen, um meine Rocket sozusagen zu punishen. Aber doch nicht. Er spielt die Goblin Gang. Oh mein. Er hat gleich wieder Goblin Barrel. Er schreibt, wow, warum auch immer. Er ist der, der mit seinem Infernotum nervt. Er nervt damit richtig hart. Yo, er soll weggehen, Alter. Er soll weggehen. Einfach weggehen, Bruder. Einfach weggehen. So. Jetzt werden hier. Nein! Boah. Jetzt ist es eine knappe Kiste. Okay, doch, keine knappe Kiste. Hier kommt nochmal ein Tornado. Zieht ihn weg, bevor er einen Hit kriegt. Geil. Geil as fuck. So, ja, moin, spiel halt, ja, einfach nochmal ganz gechillt die Rocket rein. Er wirft dort den Feuerball, da werfen wir wieder die Rakete. Ich weiß halt, oh mein Gott, ich habe gar nicht drauf geachtet, dass da die Princess ist. Ich habe wirklich so 0,0 auf die Princess geachtet. Alter, Doomstone am Start. Dann kommt hier auf jeden Fall nochmal der Tornado, weil die Skelette da. Die. Oh. Elixier Overextend. Nein. Digga. Halsmaul. Verlieren wir das, bringe ich mich um. Nicht. Aber. Trotzdem. Scheiße, Adam. Wenn wir das verlieren, ne? Schwöre. Der Raketencycle ist halt wirklich schon real. Wir haben das. Halsmaul! Flieg! Ja! Wieder ein mega krankes Game. Diesmal habe ich die Aufnahme gestartet. Richtig, richtig geiles Game. Richtig, richtig geiles Game. Aber, na gut. Man verliert, das ist ganz normal. Also von daher geht das eigentlich sogar relativ fit. Aber wir wollen halt trotzdem, wir wollen halt nicht verlieren, wir wollen gewinnen, Leute. Das ist immer, ich will immer gewinnen einfach. So, Rocket erstmal schön auf die Barbaren. Bisschen Damage am Tower dealen. Ich muss gehen, wann streamst du nochmal? Viel Glück. Ja, Streams kommen jeden Tag. Doch, ja. Jeden Tag kommen Streams von circa 19 Uhr. Sie fangen circa 19 Uhr an. Und ja, bis wann ist immer optional. Manchmal Wochenende streame ich dann halt auch bis 23 Uhr oder so. Je nachdem, in der Woche wird es, denke ich mal, eher bei 20:30 Uhr bleiben.
Aber ich denke mal, das werde ich auf jeden Fall auch nochmal in den Nightbot mit einfügen oder irgendwie der Moderator wird das nochmal machen. Also, dass ihr da auf jeden Fall die Information kriegt, wann der Stream denn angeht. Er hat hier schon wieder ein nerviges Deck. Nerv nicht rum, Digga! Nerv nicht rum! Alter, der Typ nervt as fuck. Schaut es euch einfach an. Das ist nicht geil. Aber in Ordnung. Wir werden hier gleich mal mit einem Hog Rider reingehen. Oh, Scheiße, er hat wieder gleich Tornado. Okay. Mal schauen. Der Inferno Drang macht uns jetzt natürlich ein bisschen Kopf hier. Inferno Drang ist nicht immer ganz so geil gegen unser Deck. Aber wir haben eigentlich relativ viel, wenn wir gerade den Tombstone zur Verfügung haben. Dann geht das auf jeden Fall relativ fit und. Wow. Wow. Damit hätte ich aber auch rechnen können. So ein Lappen. So ein Lappen. Hat er gleich wieder? Sag jetzt bitte. Zeig. Zeig mir bitte, dass du den Tornado hast. Danke. Brudi, nerv nicht. Brudi, ein Skelett. Ein Skelett macht seinen kompletten Royal Giant gefühlt down. Da kommt wieder das Log in die Mitte. Da kommt der Tornado. Um den Hog an den Tower zu ziehen. Der Hog kriegt einen Hit. Ist mir egal. Weil das Mega Minion, mein Mega Minion am Tower ist. Da fehlt jetzt nur noch die Rocket. Schaffen wir es jetzt hier, den Rest noch zu verteidigen? Ich denke schon. Und das ist das Game. Das ist das Game. Gegen einen Royal Giant Noob. Gegen einen Royal Giant Noob ist es das Game. Wie geil. Wie geil ist das denn? Nerv nicht rum, Rudi. Nerv einfach nicht rum. Du bist es nicht würdig, Clash Royale zu spielen. Du bist es nicht würdig, Clash Royale zu spielen. Also komm auf dein Leben klar und lass es einfach. So. Dann. Tombstone nach hinten muss so. Scheiße. Okay, gut, Lumberjack zur Rotation. Ich denke mal, dass er einen Golem-Deck spielen wird. Oder, was sind das für eine Decks? Was sind das für eine Decks? Ich weiß es nicht. Kann mir das einer sagen? Es sind Lappen-Decks. Tombstone habe ich leider auf die falsche Seite gespielt. War ein bisschen unglücklich. Ah, oh, Poison. Der Poison Ballet. Muss man ihm lassen, der Poison Ballet. Ich spiele jetzt einfach hier den Eisgolem fort zur Rotation. Ich habe jetzt nichts Wirkliches. Ich hab nichts Wirkliches. Ich habe einfach nichts. Aber die Nachthexe ist auch so gut wie down. Yo. Der Lumberjack. Er kackt mich an. Er kackt mich einfach an. Das gibt's doch nicht. Okay, was hat er jetzt gegen meinen Hog Rider? Eigentlich, oh, Lakaienhorde, Brudi. Nerv doch nicht. Nerv doch einfach nicht. Mann, Mann, Mann. Okay. Ich frag mich jetzt. Ich spiele jetzt einfach Tombstone nach hier. Weil sonst der Lumberjack kann sonst von jeder Seite kommen. Und das ist ein ganz großes Problem, wenn man den Tombstone so offensiv spielt, damit der Lumberjack da nicht rankommen kann. Er wird jetzt gleich Lumberjack nach rechts spielen, denke ich. Ich wusste es. Ich wusste es. Aber Tornado mit Rakete regelt. Das war jetzt, wir mussten den Push mit mehr Elixier verteidigen als er. Ist nicht immer ganz so geil. Aber es geht sogar noch relativ gut. Ich kann froh sein. What? Er spielt einen Packer. Das hätte ich
nicht erwartet, ehrlich gesagt. Am ehesten hätte ich erwartet, oh, den Predicts. Nerv halt einfach rum. Nerv halt einfach richtig hart rum. Du sollst nicht rumnerven, habe ich gesagt. Die Rocket ballert. Ich denke mal, der Packer wird auf jeden Fall keinen Hit an Tower kriegen. Ich glaube, die Lakaienhaut war jetzt zu viel. Die Lakaienhaut war zu viel. Ich denke mal, ich glaube, das Game ist. Doch, das Game ist gewonnen. Das Game ist gewonnen. Wir brauchen nur noch die eine Rocket. Eine Rocket noch an den Tower cyclen und dann ist das Ding durch. Ich glaub's nicht, als ob wir jetzt gegen diesen Dude gewonnen haben. Ach. Ganz entspannt zurücklehnen. Rocket auf 10 regelt. Rocket auf 10 regelt. Kurz mal schauen. 4126 Pokale. Season Highest. Mit dem Deck läuft's jetzt eigentlich. Ich höre einfach kein Skill. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt es doch gar nicht. Es geht wirklich nicht fit so. Mann. Der nächste, der rumnervt. Spielt doch einfach mal ganz sneaky. Und hört auf rumzunerven. Er nervt auch wiederum. Ritter Level 12. Skeletten von der Hexe. Zerstören komplett die Goblinhand. Was soll das? Hör einfach auf rumzunerven. Hör auf rumzunerven. Schau dir das an. Du weißt, dass es nicht bringt. Du weißt, dass es nichts bringt. Also hör auf rumzunerven. Lass gefälligst die Scheiße. Mann. Wirklich, der halbe Stream besteht daraus, dass ich sage, hör auf rumzunerven. Weil die Gegner nur komplett rumnerven. Mann, Mann, Mann. Der Gegner komplett no skill. Haut hier einfach das ekligste Deck raus. Ja, das ekligste Deck. Und die Mega Minions klären sich schön gegenseitig. Nice. Wenn man auch immer wieder in einen Elixier-Rückstand gelangt und einen schlechten Elektromagier setzt. Da habe ich jetzt einen Turn drauf. Alter. Digga, er nervt wieder. Geh einfach weg, Mann. Geh weg. Ich hab keinen Bock mehr auf solche Gegner. Schaut es euch an. Skill nicht vorhanden. Hurensohnkeit vorhanden. Er wird gleich wieder den Rambock bringen. Ja, da ist das Lock am Start. Elektro Wizard kommt auch noch rechtzeitig. Dann kommt hier noch Pekka mit Po Miner mit Poison. Und der Miner kann nicht mal die Hexe one-shotten. Digga. Er kommt gleich wieder mit einem. Ich wollte gerade sagen, er kommt gleich wieder mit einem Giant. Aber er hört trotzdem auf rumzunerven, ja? Hört trotzdem auf rumzunerven. Es macht keinen Fun so. Es macht einfach keinen Fun so. Yo! Das war zu offensiv von dir, meine liebes Freundchen. Mein liebes Freundchen, hör einfach auf. Hör einfach auf zu nerven, Digga. Hör einfach auf! So muss man das machen. Nicht anders. Er hat rumgenervt. Er hat vielleicht auch mehr Damage rausbekommen. Letztendlich zählt, was auf dem Blatt geschrieben wurde.